Hallo Leute, ich bin's, der Gino, und die heutigen täglichen Herausforderungen für Samstag, den 4.1. sind: fliegende Vögel vom Fahnenzug aus getötet, 5 Stück, Gesetzeshüter entkommen, einmal Konserven gegessen, 5-mal Kräuter verkauft, 5-mal Rennen unter den ersten Dreien abgeschlossen, einmal Spieler in Freeroom-Event durch Kopfschuss mit dem Bogen getötet, einmal Spieler in Showdowns mit Sprengstoff getötet, 3-mal. Und bei den rollenspezifischen haben wir Zielpersonen mit Bolas zu Fall gebracht, mehr als eine Zielperson auf einmal abgeliefert, gesuchte Zielpersonen mit verstärktem Lasso gefesselt. Hallo Leute, heute ist der Gino mit von der Partie, weil der Gino wird bei den täglichen Herausforderungen angelernt, sozusagen das Video machen für die täglichen Herausforderungen, damit ich auch mal wieder Urlaub machen kann oder wenn ich Frühschicht habe, damit das hier reibungslos vonstatten geht. Und hier im Bild seht ihr natürlich Spieler in Showdowns mit Sprengstoff getötet. 3 von 3 habe ich heute früh schon gemacht und wie ihr seht, wir haben die Sache dann auch noch gerockt. Und das ist hier Spieler mit dem verstärkten Lasso fangen, haben wir heute natürlich auch drin. Und mit dem Bolas ist auch noch mal dabei, weil mit dem Bolas haben viele Probleme. Mit dem verstärkten Lasso ist jetzt gar nicht mal so problematisch. Das könnt ihr natürlich auch mehrmals mit einer Person machen. Ich hatte nur 2 Zielpersonen zur Verfügung und das ist jetzt hier schon das 3. Mal, dass das mit dem verstärkten Lasso gemacht wird. Und 0,5 Gold erhalten und XP dazu, so muss das sein. Und hier mit dem Bolas einfach Zielperson anzielen und dann werfen und zack. So sollte es sein und es funktioniert jetzt auch so, wie es funktionieren soll mit den Bolas. Wir müssen ja heute noch 5 Konserven einwerfen und da müsst ihr aufpassen, dass ihr keine Konserven einwerft, die zum Schwarzbrennen benötigt werden. Zum Beispiel Pfirsich oder Ananas, das braucht ihr bei den Rezepten zum Schwarzbrennen. Und ich kann nur empfehlen, wenn sich eure Spielfigur im Freien aufhalten sollte, dann gehen absolut Erbsen und Bohnen. Das dürfte dann kein Problem sein. Genauso solltet ihr beim Arzt auch aufpassen, was ihr da für Kräuter verkauft. Ich habe jetzt mal Pilze, die ich selten benutze oder sonst irgendwas verkauft. Also dann bitte keine irgendwelche Kräuter, die ihr jetzt unbedingt zum Herstellen von Tonikas braucht oder sonst irgendwas. Und ich zeige euch jetzt nochmal auf der Karte, wo die 2 Ärzte sind auf der Spielewelt. Der eine, wie hier dieser Mensch hier, der befindet sich in Valentine. Und der war ja früher mal Drummer und der übt das manchmal noch an der Theke. Aber das ist hier natürlich die Location vom Arzt in Valentine, ist klar, wer sich ein bisschen auskennt. Und dann gibt es natürlich den Arzt in St. Denis. Da ist der an dieser Location vertreten. Nur, dass das nochmal erwähnt ist und wer es noch nicht wusste, diese 2 Ärzte. Ihr findet die natürlich auch über den Index in der Karte. Und der Typ schläft da hinten im Saloon, das ist ja gar nicht, das geht gar nicht. Deswegen hat er jetzt eine Dynamitstange bekommen. Das gibt's für Schlafen im Saloon. Und weil jetzt natürlich die Cops so langsam kommen, dürfen wir das Gesuchtgebiet natürlich verlassen, damit der Gesuchtlevel oben rechts abläuft. Und dann haben wir diese Herausforderung auch wieder gemeistert, den Gesetzlosen den Gesetzeshütern entkommen. Den Gesetzlosen dürft ihr auch entkommen, das ist auch kein Problem. Ihr könnt sie aber auch abknallen. Nicht? So, jetzt habe ich eine Schnellreise gemacht nach McFarlane's Ranch. Und da stand auch gleich ein Zug. Und wenn der Zug dann losfährt, dann dürft ihr natürlich vom Zug aus die Vögelchen abknallen. Aber ich habe es dann klimpern gehört und es war am Bahnhof bei der McFarlane Ranch oder Haltestation, das ist ja kein richtiger Bahnhof. Da war eine Tarotkarte gewesen, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und das ist jetzt eine Archivaufnahme, weil ich es heute früh nicht gemacht habe aus Zeitgründen. Aber ihr könnt natürlich dann vom Fahnenzug aus die Vögelchen vom Himmel schießen. Das sollte kein Problem sein. Und dann könnt ihr auch wieder aussteigen. Naja. Es geht auch einfacher. Aber wer jetzt keinen Zug findet, für den habe ich einen Tipp.
mit einer legendären Kopfgeldmission, und zwar ist das der Red Band Clemson. Bei dem könnt ihr auch Zug fahren, ist bloß ein bisschen problematisch, weil da andauernd Leute auf euch schießen, aber funktioniert auch, sollte gehen. Oder eine Story-Mission machen, wo ein Zug fährt, und da habe ich ein Video natürlich in der Playlist drin, wo ihr das machen könnt. Und hier habt ihr nochmal gesehen, wie das mit den Bolas geht, und da hatte ich dann gleich zwei Leute eingefangen und somit auch das einmal erledigt, nämlich zwei Zielpersonen auf einmal abgeliefert. Und wer jetzt kein Gefängnis war, also kein Kopfgeldjägerwagen hat, den kann ich auch noch einen kleinen Tipp geben, wie man das mit zwei Pferden erledigen kann. Dazu muss man erst ein zweites Pferd haben, und das geht mit höflich fragen. Wer diesen Kanal kennt, höflich fragen geht hier mit dem Gewehr, und der Mann, der ruht sich jetzt ein bisschen zwischen den Kakteen aus, und ihr könnt so lange sein Pferd benutzen, solange wie er da rumdöst, dieser Dösdaddel. Also, dann zum anderen Pferd, und dann habt ihr ein zweites Pferd. Ihr müsst nur aufpassen, dass es euch nicht wegläuft, wenn ihr die Zielperson hinten drauf getan habt. Euer eigenes Pferd folgt euch natürlich durchs Pfeifen hinterher, und so könnt ihr zwei Zielpersonen auch mit zwei Pferden abliefern. Das sollte auch kein Problem sein. Man muss nur höflich fragen, dann geht immer alles, Leute. Und ich hatte hier heute Gänseeier, zu viel dabei, alles voll mit den Gänseeiern. Deswegen bringen wir ein paar Gänseeier nach Madame Nazar. Dann haben wir das auch erledigt. Wie ihr hier seht, Madame Nazar steht heute bei der Emerald Ranch beim Hühnerstall von Hela. Dort könnt ihr sie in der Nähe finden, und die Karte ist ja im Video ganz vorn drin mit der Madame Nazar. Also Sammlerstücke an Madame Nazar verkauft. Und wer nicht weiß, wie er Sammlerstücke finden soll, da möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, extra jetzt nochmal die Karte von Gene Robke. Die ist in der Videobeschreibung drin, und dort seht ihr fast alle Location. Ich weiß nicht, ob sie schon wieder alle haben nach dem Update, aber fast alle Location von Sammlerstücken, kann ich euch versprechen. Und noch viel mehr, auch Schatzkarten und wo die Hunde sind, die in der Spielewelt rumlaufen. Und hier nochmal zu dem Kadaver oder dem Fell eines tödlichen Raubtieres, kann ich euch diese zwei legendären Kopfgeldjäger-Missionen empfehlen. Wenn ihr diese macht, könnt ihr absolut Alligatoren bei Blue Water Marsh schießen, auf dem Jagdwagen verstauen und dann zu Crips bringen. Also diese zwei, der Tucker und der Carlier, die eignen sich dafür, wenn ihr das mit dem Raubtier machen wollt. Und ich sag ciao.